Zentralschweizer Fasnacht 2013 mit den Schutzengeln 3 vom Confiseur Bachmann, Ottos, Avia Schätzle AG, Luzerner Bier, CSS-Versicherungen und Mehrbank Zentralschweiz jetzt neu mit Smart. Alle 5 Jahre verwandelt sich der Hauptplatz der Schweiz in eine grosse Theaterbühne. Im traditionellen Japanesenspiel stehen über 200 Leute im Einsatz. Der Ursprung des Japanesenspiels geht über 150 Jahre zurück. Damals ist eine Schweizer Delegation auf Japan gereist. Und genau über diesen Besuch hat man sich dann im Nachhinein lustig gemacht, also eben über die Japanesen. Die Haupthandlung des Fasnachtsspiels ist immer etwa gleich. Grundsätzlich kommt bei jedem Spiel der Kaiser von Japan zu Besuch in der Schweiz und dann wird er hofiert, er kommt mit seinem ganzen Hofstaat und es wird ihm erzählt, was gelaufen ist und da gibt es natürlich immer einiges zu erzählen. Es geht auch darum, dass man sich selber den Spiegel vorhält, sich selbstkritisch, aber fasnächtlich und möglichst humorvoll auch betrachtet. Spiegel ist das richtige Stichwort. Alle Laienschauspieler müssen nämlich vor der Aufführung im Akkord geschminkt werden. Für alle, die mitmachen, ist das etwas ganz Spezielles. So auch für Marie-Louise Beffa, die die Hauptrolle spielt. Für uns ist das unsinnig neu. Und da kommt eine Lebensfreude und ein Herzblut drin, wo uns schon die Profischauspieler zugestanden hat. Das passiert bei ihnen vielleicht gerade an den Premieren oder bei den Aufführungen. Aber wir haben natürlich einen Enthusiasmus. Das kommt einfach, weil wir wollen jetzt ja das besonders gut machen und auch zeigen, oder? Und die Leidenschaft sieht man dann auf der Bühne. Egal ob jung oder alt, Mann oder Frau, jeder hat die Möglichkeit, am Japanesenspiel mitzumachen. Viele kommen aus der Schweiz selber und tragen etwas zum Erhalten der Tradition bei. Das Japanesenspiel gehört halt einfach in die Fasnachtszeit hinein. Es ist immer im Rahmen der Fasnacht aufgeführt worden. Es ist fasnachtlich, weil man sich verkleidet, man verstellt sich, man parodiert. Das ist natürlich sehr ein wichtiges Element. Und es wäre völlig falsch, wenn man das im September aufführen, sondern es gehört an die Schweizer Fasnacht und ist ein fester Bestandteil alle paar Jahre. Die Organisatoren haben es einmal mehr geschafft, auch in diesem Jahr ein einzigartiges Japanesenspiel auf die Beine zu stellen. Ein Freilufttheater mit viel Witz und Charme, das noch bis am 10. Februar aufgeführt wird. Zentralschweizer Fasnacht 2013 mit den Schutzengeln 3 vom Confiseur Bachmann, Ottos, Avia Schätzle AG, Luzerner Bier, CSS-Versicherungen und Mehrbank Zentralschweiz jetzt neu mit Smart.